ist. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich noch ein Schiff mehr. Ich nehme mal das nächste Schiff auch noch mit rein. Mir ist das ein bisschen zu unsicher, weil es halt doch relativ gut runtergeht. Hallöchen, Jenny. Muss ich wieder kurz Pause machen? Willst du wieder telefonieren? Willst du wieder ein Schnitzel haben? Nee. Kein Platz mehr Ich werde frei. ignoriert. Nein, wirst du nicht. Noch wirst du nicht ignoriert. Hä? Nein, ja, was? Hä? Verwirr mich nicht. Ich bin ein zartes Geschöpf. Nee, Schnitzel kriegst du nicht. Er glaubt, er hat doch Mitspracherecht, süß. Ah, gut, das Thema hatten wir ja erst. Ja. So. Hier sind noch ein paar Ziegel, die wir abladen können. Sind unterwegs. So. Ach, schon wieder keine Schiffe mehr in Produktion. Ernsthaft? Was denn? Jenny hat anscheinend Fieber. Und das Problem ist auch Erkältungssymptome. Auf Ihren Befehl. Aber hey, im Gesundheitswesen muss man denn hier noch weiterarbeiten. Ja, kein Problem, Job ist safe. Solange der Job safe ist. Gut. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt... Nee, das zählt nicht dazu. Okay, das heißt, pausierte Produktion zählen nicht mit rein. So, das kann weg, das kann weg. Das kann auch alles eingeschläfert werden, das auch. Hier habe ich noch Mühlen, Bäcker. Ja, bis Dienstende, ja, toll. Pff. Das ist so ein Schwachsinn einfach. Aber egal, ich reg mich nicht auf. So. Das ist echt Wir ein haben Schlauch. tatsächlich von allem genug. Das Einzige ist nur, wo produzieren wir Seife? Einmal nirgendwo. Also irgendwo müssen wir es produzieren. Da. Okay. Das heißt... Einer von Ich dachte denen schon, ich muss bleibt in. an. Gut, das heißt, wir müssen jetzt einfach auf gut Glück hoffen, dass wir genug Zeug transportiert kriegen. Es sieht aber mit drei Schiffen tatsächlich danach aus, dass es klappt. Und dann können wir die Produktion nämlich komplett wegreißen und wir haben eine einzige Produktion. Global. Was halt recht angenehm wäre. Haben die mittlerweile Bier? Nee. Frachtschiff steht Warum kriegen die bereit. kein Bier? Achso, ich habe erst 94, okay. Oh, wer hat denn Discord geschrieben? Achso. Ja. Also an sich sollten wir von allem mehr als genug haben. Ich komme dann channeln, wenn du fertig bist mit Streamen. Ja. Also wird einen Augenblick dauern, bis ich da durch bin, davon Alles mal abgesehen. bereit. Weil ich weiß nicht genau, Sie wie haben lange den wir jetzt heute Abend Anhangfluss streamen. gewonnen. Um es mal so rum auszudrücken. Janina, du hast. Ja, okay. So, 315 ohne Bier ist in Ordnung, oder? Ja. Also Hauptsache, die Inseln sind im Plus, würde ich sagen. Also wie hoch ist denn mal dahingestellt? Kann nur gerade nicht einkaufen gehen. Ja. Also doch Schnitzel. Ich hatte heute tatsächlich eins. Ja, das Problem ist, dass wir momentan eigentlich so ein bisschen... Dadurch, dass ich halt mit dem Studium und vergleichsweise noch relativ viel streame, ich muss es wahrscheinlich auch noch ein bisschen runterschrauben.
total im Arsch bin, plus halt, dass ich nicht rausgehen will, einfach, falls ich irgendwas habe und solange ich nicht muss, ist halt blöd. Und Jenny halt mit der Schicht und so immer teilweise Überstunden und so hat. Wir kommen überhaupt nicht vernünftig zum Einkaufen. Mhm. Das ist das Problem. Und wenn sie jetzt Fieber hat, müssten wir theoretisch eigentlich gucken, dass irgendwer anders von uns einkaufen, für uns einkaufen geht. Weil ist halt auch nicht unbedingt das Beste. So. Die Insel macht tatsächlich 3000 minus. Ja, und wenn man kein Auto hat, das kommt noch oben drauf. Ich bin gerade am... Nee, Seife produziere ich jetzt nicht zentral. Das tue ich mir jetzt gerade nicht an. Na. Vor allem, es ist halt bescheuert, wenn man sich das so überlegt. Halt, kein Auto ist ja eigentlich alles nicht so schlimm, aber... Es macht halt wirklich was aus, wenn man seine Einkäufe einen Kilometer bergauf durch die Stadt schleppen muss. Es hört sich blöd an, aber es macht halt wirklich einen Unterschied. Kann ich dich nachvollziehen? Nee, du doch nicht. Du musst es 3 Kilometer schleppen, oder wie? Nee, ich muss doch euren Umzug da hochschleppen. Ja, gut, stimmt. Das war wirklich... Ja, das war ein bisschen blöd geplant. Also nächstes Mal... durfte. Und du hattest die Ehre dazu. Ja. Genau darauf will ich hinaus. Ja, beim... Ich sag mal so, im nächsten Umzug wird's einfacher. Da wirst du höchstwahrscheinlich, wenn du helfen wirst, halt an sich nur runterschleppen. Ja, gut. Aber das ist halt auch schon nicht ohne. Ob du deinen Master noch machen willst, ich denke mal schon. 50-50, also je nach Wetterlage entscheide ich mich um, sozusagen. Also an sich, ich würde super gerne den Master eigentlich noch mitmachen, weil gibt halt nochmal ein bisschen Geld obendrauf, um es so rum zu nennen. Aber andererseits ist auch immer das Problem, wenn man einen Master machen will, erstens mal... Okay. Interessant, eine Seuche. Aber es sind dann halt auch nochmal wieder mindestens 2 Jahre mehr. Plus halt, wenn ich es in Aachen mache, komplett auf Englisch. Was halt auch nicht unbedingt dann so, ich sag mal, mein Spezialgebiet ist. Ja, ich sag mal, ein bisschen Englisch kannst du und das kommt. Ja, ich gehe auch nicht davon aus, dass ich es nicht hinkriege. Ich kann nur so schlecht Englisch, weil Englisch in Deutschland nicht gesprochen wird. Ja. Wenn du eine Sprache sprichst, lernst du sie automatisch wesentlich einfacher. No. Und effektiver vor allem. Ich hab's halt auch gemerkt, als ich in England war für 2 Wochen. Bin quasi mit guten Vorkenntnissen hingekommen und konnte danach super gut Englisch eigentlich. Bin halt aber auch direkt wieder abgeflacht, weil du es dann wieder jahrelang nicht gesprochen hast. So. Ich bin eh der Meinung, Englischunterricht in der Schule muss komplett auf Englisch sein. Jetzt nicht zumindest in den höheren Stufen, ja. Ja, deshalb habe ich ja gerade gesagt. Oder halt so, wie das bei vielen Kursen an der RWTH sogar ist. Es wird auf Englisch gesprochen, aber wenn du halt was nicht weißt, sagst du einfach das deutsche Wort und fertig. Es ist zwar eine blöde Kultur und ist halt eher eine Kultur in Richtung, wir sprechen nicht Englisch, aber es hilft halt ungemein. Haben wir zu wenig Nähmaschinen? Wir haben zu wenig Nähmaschinen. Wow. Jetzt auf mal doch. So, wie sieht's dann mit dem Rest aus? Ich würde jetzt einmal kurz alles durchgucken. So, die ganzen Basissachen haben wir mehr als genug von. Konserven haben wir genug. Rum ist tatsächlich zu wenig. 8 von 8. Hab ich ja gesagt. Das sollst du mal überprüfen. Wir haben ja jetzt geupgradet. Ja. Gut, man muss dazu sagen, Ingenieure brauchen kein Rum mehr, oder? Doch.
Ich meine, Ingenieure brauchen noch Punkte. Ah, ja, okay, ja, gut. Ja, bei dann... Handwerkern dazu und die Sachen sind meistens ja zweimal aktiv. Ja, dann würde ich sagen, Rumproduktion verdoppeln. Und der Rest ist alles noch in Ordnung. Schiff ja. Vom Stapel gelaufen. So, da ich aber immer noch mehr oder weniger Panik habe, packe ich da noch ein viertes Schiff rein. Weil das halt immer noch relativ stark runtergeht alles. Was halt nicht unbedingt gut ist. Gut, ich brauche jetzt aber langsam mal neue Anlegestellen. Erwarten neue Horizonte. So. Und wir brauchen definitiv mehr Schiffe. Setz die Segel. Immer noch 5 Millionen Items. Ach du Schande. Ich bin gerade am Überlegen, soll ich nochmal ein paar Clipper bauen? Ich denke, ja. Ich werde das Pack nicht durchspielen, da ich mich ein bisschen kreativ ausleben will. Je nachdem, ich lasse den Server auch gerne an mit weniger Leistungen, wenn wir halt die ganzen anderen Gebiete alle entladen, sozusagen. Also alle Leute, die nicht mehr mitspielen, die Chunks werde ich auch entladen, beziehungsweise teilweise sogar abreißen. Und man sieht ja, wer spielt und wer nicht. Jetzt offenbaren sich Grenzen, ob dieses Problem. Ui, 18 Hochräder. Danke. Wirklich effizient. Was haben wir bekommen? Ich habe da gerade nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Shit. Pfefferminze. Ah, cool. Ist auch ein Set-Item. Ich bin am Überlegen. Ziehen wir jetzt die ganzen restlichen Bauern hier noch hoch? Ja, was soll's. Wir werden ja demnächst stückweise immer mehr Inseln anschließen. Ich denke, die Insel von Chaos kannst du abreißen. Ganz genau, die meine ich auch. Also die wird auch demnächst abgerissen. Theoretisch könnten wir das eigentlich nachher mal klären, dass du das vielleicht eben machen würdest. Alles bereit. Dann muss ich das nicht machen. Ich gehe mal davon aus, dass du Tom meinst, aber... Nee, Phil. Achso. Phil nimmt mir mittlerweile auch schon einiges an Arbeit immer wieder ab beim Projekt. Auf ihren Befehl. Oh, richtiger Nice Guy. Jo. Und das sind halt auch solche Sachen, wenn man so halt ankommt oder wenn man halt nicht meckert oder ähnliches, wenn mal irgendwas ist, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn man mal, so wie er jetzt halt, kurz über Regeln geht oder sowas. Vor allem, wenn es halt nur kurz ist. Ich habe die böse Befürchtung, dass unsere Wirtschaft bald umkippen wird. Ich bin mir aber nicht sicher, warum. Warte mal, ich kann hier noch 50% draufballern. Ach, habe ich schon. Der minus 26. Na gut, mit Brot kommen die mittlerweile wieder an. Das heißt, Brot läuft jetzt auch langsam voll. Das ist gut zu wissen. Ja, weil es so viele Leute gibt, wo man schauen muss. Was? Ich denke, die Info kann ich machen, geht das dann von meiner Zeit ab? Ja, weil es so viele Leute gibt, wo man schauen muss. Wirtschaftskrise, ja. Also wenn du es abreißen würdest, wir gucken dann nachher einfach mal, ob ich da Lust oder Zeit zu habe, dann geht das natürlich von deiner Zeit nicht ab. Logischerweise. Wäre ja sonst ein bisschen unfair. Frei nach dem Motto, aha, du hast mir geholfen, jetzt wirke ich dir eins rein. Finde ich gut. Das wäre wahrscheinlich auch so ein richtiger Marek-Move. Ja. So, reicht das bis dahin? Nee. Shit. Oder? Och nö. Zwei Häuser kann ich nicht upgraden. Die Häuser haben niemals existiert. Ich will keine Bauern mehr auf dieser Insel haben. Irgendwo habe ich noch zwei Bauernhäuser. Oder? Nee, Pendler, gesamte Arbeitskraft 230. Hier ist noch einer. 220. Wo habe ich noch Bauern? Hast du Lust, mir suchen zu helfen?
Tatsächlich gerade nicht, weil ich mich um deine Rumproduktion kümmere. Okay, die ist wichtiger. So, wir haben keine Bauern mehr auf dieser Insel. Wunderbar. Kann man das nicht mit dem Fall Fill Command machen, also slash Fill, Koordinat, Koordinat, R? Kann man... Stimmt, das kann man eventuell auch machen. Damit habe ich mich halt noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Mit dem ganzen Kram. So, da ist die nächste. Hauptsache, wir haben 8000 Arbeiter einfach. Und wir hätten halt noch viel mehr, wenn wir jetzt überall Pendlerkeime ranpacken würden. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. So, die nächste Insel zum Ausbeuten würde ich jetzt tendenziell anpeilen. Das wäre die hier. Aber irgendwie ist das, glaube ich, echt eine gute Idee, dass wir versuchen, die Inseln immer im Plus zu halten. Weil damit machen wir zumindest kein Minus dadurch, dass wir die Inseln alle ausbeuten schon. Auch wenn das Ausbeuten an sich, glaube ich, nicht unbedingt die beste Idee ist. Wenn man das halt gerade nicht braucht. Jetzt bei 15k, aber ich habe das Gefühl, dass ich verbrauche kaum Geld, aber unser Geld steigt nicht. Ich verbrauche die ganze Zeit Geld mit. Die einzige Befürchtung, die ich habe, dass viele Items droppen oder der Server stirbt, auf Deutsch gesagt. Das wäre dann, glaube ich, nicht mal wirklich ein Problem. Also wenn er denn einmal kurz abstürzen würde, würde er sich ja irgendwann wieder fangen. Von daher wäre das tatsächlich nicht mal unbedingt ein Problem. Also, ich muss irgendwo noch eine Schule unterbringen. Unsere Leute wollen gebildet werden. Eingebildet. Bitte? Wir bürgern dich aus für diesen Witz. Warum das denn? Ich hab doch gar nichts getan. Die Pfeffersäcke oben ihr Geld. Mottowitz, komm raus, du bist umzingelt. Ja. So. Ui, eine Ruine. Und ganze Stadt ist noch unter Quarantäne, mehr oder weniger. Xerenos, wie du bist eigentlich auf meinem Team für Eggblock raus? Weil er nicht wirklich aktiv spielt. Das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Ich habe jetzt einfach mal so dreist und habe für dich geantwortet. Marek? Ja, ist Achso. Okay. Nee, ich werde ein bisschen panisch, wenn man mir nicht antwortet gerade. Aus gewissen Gründen. Ich habe die Nachricht gerade im Chat gesucht und dann realisiert, dass ich den Stream gar nicht offen habe. Achso, ja. Du gehst mir wieder fremd. Ja. Sind unterwegs. So, ich bräuchte nochmal ein leeres Schiff am besten. War halt einmal bis jetzt auf dem Server. Ja. Aber 13, 10, 10 Chickens. Ich habe auch im Moment gar nicht so die Zeit dafür. So, 16.000 Bilanz. Und das meiste reicht sogar noch. Vor allem, wenn wir jetzt wegen Mikro und Ausschlag und den neuen Headset. Nee, das neue Headset ist gar nicht mal das Problem. Nur mein Soundtreiber stürzt die ganze Zeit aus. Ab. Vor allem, ich grade jetzt ja noch mehr Leute auf. Das heißt, wir brauchen ja noch weniger Zeug von den Bauern eigentlich. Ja, Seife steigt irgendwie nicht so wirklich. Warum steigt die Seife nicht? Oh, weil wir zwei von zwei haben. Wir haben ja keine 10 Millionen Seife auf Lager. Nee, aber wenn das nicht steigt, heißt das meistens, dass die Produktion nicht ausreichend. Kannst du mir eigentlich das Sandschicken geben? Prinzipiell kann dir das jeder geben. Also, das muss nicht ich dir geben, unbedingt. So. Ah, noch mehr Geld. Ist das angenehm.
Du bist doch nicht mal on. Sonst, Phil, wenn du online bist, kannst du einfach vor seiner Insel eine Kiste hinstellen mit ein oder zwei Sandschicken? Hi. Coole Bittchen. Jo. Was denn? Ich glaube, morgen zu Hause. Gucken wir nachher. Drehen wir nachher, okay? Ja, ich dich auch. Ich organisiere uns was zu essen nehmen. Welchen Dienst willst du denn nutzen? fängt mit Liefer an und hört mit Rando auf. Ja. Unebene, einer nicht mehr spielen darf, ich den Disc. Was? Einer nicht mehr spielen darf, ich den Disc vor dem einigen will, nämlich was bauen. Ich kann erst wieder am Freitag, ja. Das ist noch meine Idee. Ich brauche nämlich nur noch Silicon Chicken. Hi von Lulux. Hi zurück. Oh. Was hast du angestellt? Frag ich mich auch. Ich glaube, das ist die Abrechnung. Ich muss mal ganz kurz Brief aufmachen. Ja, Abrechnung. Ja, ich dachte jetzt schon, scheiße. Ja, ich habe die Kündigung bekommen, weil ich zu gut arbeite. Ja. Es sind immer noch keine Schiffe frei. Retten Sie mich aus dieser quälenden Ratlosigkeit. Kann mich jemand aus diesem Dämon? Ja, Jenny ist ja auch krank. Sie hört sich ja nicht nur krank an. Ein Springbrunnen freut von der Möglichkeit. Toll. Jetzt hast du meine Routenplanung kaputt gemacht. Ich? Ja, also tatsächlich wegen der Zeitung. So, das und das. Ich würde tatsächlich in 5 Minuten Schluss machen. Alina hat sich gerade gemeldet. Ich darf sie abholen. Du hast die Ehre dazu? Ja. Ich sollte aufhören, weniger zu lästern, sonst kriege ich bald Nackenschläge. So. Also tatsächlich wäre jetzt sogar ein guter Punkt. Deshalb habe ich es genau jetzt angesprochen. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, muss ich irgendwas noch bedenken? Nö. Das heißt, wenn ich hier jetzt bin, sehe ich zumindest, dass ich damit durch bin. Alter, die halbe Stadt liegt einfach brach. Von der Epidemie. Kommt ein Epidemie-Schiff an. Das. Ja. Au! Und das geht, glaube ich, sogar zu. Ah, nee, doch nicht. Hab ich doch gesagt, mach wieder Videos. Da kann, also, das, da hat sie nicht mehr Lust zu. Oder habe ich nicht geantwortet darauf? So. Vom Stapel gelaufen. Ja. Das eine Hospital kommt mit der Epidemie hier nicht klar. Also, wir haben hier den leeren Clipper. Von da nach da. Was produzieren wir? Zink, Lehm, Eisen, Steinkohle. Eisen, Steinkohle, Lehm, Zink. Danke. Schon wieder ein neues Projekt? Nee, wir haben letzt einmal zum Release von Ding neu angefangen. Besser. Genau, von dem Besser haben wir einmal neu angefangen. Genau, damit wir mehr Inseln haben. NPCs genau. Ausgeschaltet. Wir haben jetzt gar keine NPCs mehr drinne. Mehr Druck im Kessel. Ja, und hoffen einfach drauf, dass wir damit nicht auf die Klappe fliegen. Aber wir sind auch irgendwie sehr langsam gefühlt. Nicht unbedingt langsam. Ich meine, überlegt das jetzt der dritte oder vierte Stream, meine ich, oder? Naja, wir sind halt bei 7 Stunden. Ja, 7 Stunden. 9 Stunden, Entschuldigung. Ja, neben 9 Stunden. Wir gehen das Spiel aber auch komplett anders an diesmal. Das stimmt allerdings. Wir könnten schon die Investoreninsel stehen haben, wenn wir wollen würden. Das würde auch alles, was wir jetzt gerade versucht haben, hinzukriegen,
um wieder Geld reinzukriegen, fixen. Warum es nicht tun, weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt tatsächlich, wenn wir die nächste Ausbeuteninsel angeschlossen haben, noch ein bisschen Lehm und Co. ausgebaut, Ziegel, und dann hätte ich tatsächlich nächstes Mal die Investoreninsel angefangen. Ja, gut. Also die Insel muss dann halt noch ausgebeutet werden, weil sind halt relativ viele Vorkommen dran. Aber ist eh nur eine einzige Mine, die wir eventuell umstellen könnten, die Lehmgrube. Also, ja. Auf meinem Handy ist gerade ein Virus, habe Nachricht bekommen. Von was hast du Nachricht bekommen? Vom Virus selber, oder was? Hallo, ich habe dein Handy infiltriert. Ja. Also, Brot ist hier voll, Bier wird langsam mehr. Na gut, wir produzieren halt noch nicht wirklich Seife. Das ist das Problem. Ich glaube, ich produziere nur gerade eben so genug Seife. Ja. Zwei brauchen wir und fünf produziere ich. Produziere ich hier für fünf? Ne, drei. Hä? Wo haben wir denn noch Seife stehen? Ach, bei dir oben. Ja, okay, gut, das erklärst. Eine Datei ist mit Virus infiziert, die ich geöffnet habe. Sollte es nicht bei gewissen Seiten runterladen am besten. Tobi, der ist noch zu jung dafür. Ja, gut, stimmt auch wieder. Ja. So. Gut. Wollte ich gerade sagen. Und wieder perfektes Timing, wieder 6 Zuschauer. Ja, kannst du wieder wen raiden, freut sich der. Ja, wollte ich gerade sagen, dann suche ich mal schnell wen raus zum Raiden. Vielleicht ist ja jemand vom Team online. Das ist auch immer mein erster Gedanke, mehr oder weniger. Tatsächlich ist Carbon Twitch online. Ja, dann raiden wir ihn mal. Er spielt gerade WoW. Boah, gut, das ist nicht ganz so ein Kontextwechsel. So. Dann mache ich schon mal die Aufnahme für YouTube aus. Bei YouTube schon mal vielen Dank fürs Zugucken. Lasst Kommentar, Bewertung da und Abo und Daumen und Glocke und was weiß ich, was alles noch aktiviert werden muss. Und dann bis zum nächsten Video, wahrscheinlich dann also morgen. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.